Ich tue dir mal die Finger so. Das ist C. Ja. Das ist die zwei. Ist okay. E. Wow! Wow! Liebe Noe, liebe Kim, lieber Julian, habt ihr schon mal einen Hindernisparcours bewältigt? Heute macht das aber nicht ihr, sondern eure Eltern. Und zwar mit von euch selbst aufgestellten Hürden. Alles, was ihr dazu brauchen könnt, findet ihr in der Parkour-Arena. Also, los geht's! Also, können wir beginnen? Ja. Kim, hilf mir! Ja. Ja. Oh mein Gott! Was? Soll ich mal schauen? Was ist denn für ein fettes Ding? Also das sind sicher unsere Sachen für den Parkour. Ja. Eier? Also wenn da mein Papi reinkommt. Wir haben zuerst mal alle Sachen angeschaut. Ringwurf XXL. Dann haben wir uns mal überlegt, was wir machen. Wir haben noch Limbo. Das haben wir schon vier. Könnte man irgendwie 5 Meter laufen mit der Flosse. Ist das unser Schülerpult? Yep. Ich habe mir gedacht, dass man so klettern und pumpen und so Sachen wie bei Ninja Warrior. Damit man weiss, wo durchlaufen. Wo alle laufen müssen. Achtung! Ganz viel mehr rundherum. Geschafft. Ich begrüße dich ganz herzlich im Parkour Safari! Wir werden den Parkour nicht bewältigen, sondern das macht ihr. Oh. Hier haben wir unsere Purzelbaumbahn. Dann gehen wir weiter zum Eierlauf, wo ihr durch einen Ring durchgeht. Mit dem Ei gehen wir hier unter den Limbo-Stangen durch. Dann laufen wir hier drüber. Dann kommt man über die Küsse. Und dann muss man hier in das lustige Büchsli hineinschauen. Hier innen hat es eine Taucherbrille und einen Lippenstift. Dann kommt man hierher und hier mit dem Ring hier drauf werfen. Und am Schluss erfahrt ihr das Resultat, wer gewonnen hat. Let's go! Drüber kommt auf ein Bein! Drüber kommt auf einen Lauf! Nein, den musst du nicht heben. Eins! Du musst so fühlen. Schnell! Heftig! Hand hinter den Rücken! Super! Fertig! Ich gebe euch 9 Punkte. Gib euch alles 9. Mich auch, weil es lustig war. Auf dem dritten Platz sind Monika und Zara mit 24 Punkten. Auf dem zweiten Platz sind Barbara und Mario mit 24 Punkten. Yeah. Und dann haben wir unsere Klassensieger. Auf dem ersten Platz Marc und Walti mit 27 Punkten.